Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Rot mit der Folge 27. Ja, was haben wir in der letzten Folge getan? Wir haben endlich aus dem Casino, aus der Spielhalle quasi, ja, das Team Rocket besiegt in ihrem Unterschlupf. Da haben wir rausgefunden, dass der Big Boss Giovanni heißt. Ja, und dem haben wir erstmal eine Lektion erteilt. Ja, wir sind jetzt hier immer noch vor dem, ja, Casino. Übrigens haben wir ja auch noch das Silph Scope bekommen von Giovanni. Ja, was uns jetzt für den weiteren Storyverlauf ein Muss ist, das brauchen wir jetzt definitiv. Ja, somit werden wir ja dann ja sehen, wie es jetzt weitergeht. Und zwar, ich werde jetzt erstmal nochmal gucken, dass ich das ein oder andere verkaufe. Weil irgendwie ist das schon ein wenig blöde, dass ich wieder so überladen bin. Und ich wieder nicht entscheiden kann, was ich wegschmeißen soll und was nicht. Da ich ja noch relativ in Anführungsstrichen am Anfang bin, kann ich mir auch nicht erlauben, alles quasi wegzuschmeißen. Da ich vieles noch brauchen werde. Aber ich werde die drei Fluchtseile jetzt auf jeden Fall verkaufen. Dann werde ich noch, ja, Superball behalten. Pokéball würde ich eigentlich auch lieber behalten wollen noch. Top-Trank, Hypertrank, ja, eigentlich würde ich das alles behalten. Ja, das war jetzt eigentlich nur deshalb. Ich hatte noch überlegt, was anderes zu verkaufen. Aber das lasse ich jetzt. Ja. Vom Grundprinzip her kann ich das Münzkorb ja auch erstmal wieder ins Lager packen. Das brauche ich ja erstmal auch nicht mehr. Da ich ja, da wir das mit dem Casino ja nur just for fun mal ein bisschen gemacht haben. Das mache ich vielleicht irgendwann nochmal, aber ich habe da jetzt nicht große Lust drauf. Ich will jetzt gucken, dass ich den Storyverlauf mehr oder weniger ein bisschen durchrotze. Das kann man zwischendrin ja immer mal wieder machen. Ich kann ja fliegen. Dann ist das ja alles kein Problem. So. Ich habe noch ein Eisen, das werde ich jetzt noch verwenden, damit der auch aus dem Inventar ist. Okay, Eisen geben wir. Wen geben wir das jetzt einfach mal? Ich gebe es einfach Garados. Verteidigung ist gestiegen, obwohl es vielleicht besser wäre, Eisen Kadabra zu geben. Da Kadabra ja eine relativ niedrige Verteidigung hat. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Im Gegensatz zu Garados, wie viel Verteidigung das jetzt hat. Verteidigung 67, okay. Was hat Kadabra? 40. Es wäre definitiv was für Kadabra gewesen, aber nun gut, ist ja egal. Darum geht es ja hier auch gar nicht wirklich. So, ich nehme jetzt meinen Tauboga, setze Fliegen ein und fliege nach Lavandia. Hier haben wir ja nochmal den Namensbewerter. Hier hatte ich ja gesagt, werde ich nochmal, ja, wie heißt es so schön, den Namen umändern. Das werde ich jetzt nochmal machen. Ich werde jetzt das Blitz hinten wegmachen. Ihr wisst ja jetzt, dass es ein Blitzer ist. Ja. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Dann kommt das Blitz hinten weg. Das ist auch wieder so eine typische Frage, die man einfach nicht verstehen kann. Da hat sich wohl der Macher damals auch irgendeinen Blödsinn einfallen lassen. Ich werde euch das gleich nochmal vorlesen. Ich habe das jetzt gerade nur nebensächlich mal mitgekriegt. Dass es ja eigentlich vom Grundprinzip her total falsches Deutsch ist. Ja, bis dahin ist ja alles richtig. Von welchem Pokémon soll ich den Spitznamen beurteilen? Ist auch alles richtig. Und dann gebe ich das hier ein. Der Spitzname ist bla bla, ein schöner Name. Und jetzt kommt, gefällt ihr dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Ja, nein. Ich meine, auf eine Oder-Frage. Möchtest du den Namen ändern? Ja oder nein? Ich finde das Deutsch ein bisschen komisch. Naja, okay, ist ja Nebensache. Ist ja jetzt auch egal. Ich wollte es nur mal so. Ist mir gerade nur mal nebenbei so aufgefallen.
Sonst achte ich eigentlich nicht auf so einen Mist. Ich bin da eigentlich nicht so. Aber gerade ist mir das halt zufällig eingefallen. So. Nun müssen wir hier in dieses schöne Gebäude. Und dieses Gebäude heißt nicht so. Ja, doch, Pokémon-Turm. Genau. Ja, das ist der Pokémon-Turm. Da waren wir vorher irgendwann schon mal drinne. Beziehungsweise habe ich gesagt, dass wir hier noch nicht weiterkommen. Jetzt, dank dem Teleskop, können wir hier so langsam mal einmarschieren. Ich bete für Pipi. Schlurz. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Fukano, warum hast du mich verlassen? Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Ja, also so ein kleiner Gedenkturm quasi. Ja, und ihr seht da oben, was haben wir da wieder für ein Düdel? Für ein Düdel rumstehen? Natürlich ist es Gary. Na gut. Dann gehen wir doch mal zu Gary. Hallo Mausi, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Ja, jetzt kommt unser Gary erstmal. Der schenkt mir jetzt noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Das finde ich ganz nett von dem. Fünf Pokémon nur hat er. Ich denke mal, hier werde ich mir das mit diesem Hin- und Her-Tauschen auch, ja, schenken. Ich werde das jetzt am Anfang einmal machen und danach denke ich mal nicht mehr. Weil, ja, der hat schon ordentliche Viecher, die halt schon was drauf haben, ne? Daher, ja, lasse ich das lieber sein. So, Eisstrahl. Geht daneben, sehr schön. Wirbelwind, keine Wirkung, so gesehen. So, Eisstrahl, zack. Attacke ist sehr effektiv. Ja, gegen Flug definitiv schon mal. Ja, für beide 300 Erfahrungspunkte, das ist schon mal gut. Ein Owei. Möchtest du wechseln? Na gut, ich wechsle jetzt doch. Irgendwie muss Kiba ja auch eine Runde leveln. Sonst kommt er ja nie wirklich in die Pötte hier. Bisaflor. Hypnose. Gott sei Dank keine Wirkung. Schon mal Glück gehabt. Rankenhieb. Ja, brauche ich noch einen Angriff. Da muss ich jetzt noch mal dran. Hypnose. Gott sei Dank wieder schon gefailt. So will ich das sehen. So muss das sein. Jetzt hat die Hypnose natürlich gezählt. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Staccato. Staccato ist auch eine böse Attacke. Gott, der tankt jetzt nur zwei Leben oder so ab. Und wieder. Geht daneben. Na, das ist doch schön. Und ich schlafe wieder. Runde Nummer 3. Danach muss ich aber wach werden. Alle guten Dinge sind drei. Wieder daneben. Okay, oder auch nicht. Vierte Runde am Pennen. Bisaflor ist eine Schlafmütze irgendwie. Und der kann anscheinend nichts außer Staccato und Hypnose oder so. Aber anscheinend geht dieses Staccato ständig daneben. Ja, ich bin immer noch am Pennen. Da kannst du nichts machen. Außer warten, bis das Viech mal wach wird, so ungefähr. Ja, endlich wach. Gary gibt Trank. Sehr schön macht er das. Machen wir erstmal zu Schneider, so. So, ist das Owei auch schon mal besiegt? Gary nimmt Garados. Na, sein Karpador hat sich mittlerweile auch entwickelt. Dann machen wir doch wieder unser Blitzer nach vorne. Leider hat es noch keine Elektroattacke. Das wäre natürlich für Garados jetzt perfekt. Ich guck mal, was Ruckzuckhieb abzieht. Wird nicht viel sein. Ne, sind dann nur 5 Level Unterschied. Ja, Hydro-Pumpe rennt also haut gut rein. Da werden wir da wieder Bisaflor nehmen. Bisaflor macht ja effektiv und so.
Silberblick. Verteidigung sinkt. Nimm wir Rankenhieb. Ist nicht effektiv. Jetzt beißt er mich eine Runde. Njam, njam. Dann machen wir Zerschneider. So. Nochmal angreifen. Drachenwut. Könnte Aua machen. Oh ja. Ein bisschen. Macht ein bisschen Aua. So, hat funktioniert. Ist nun auch down. Juhu, Level 28. Läuft ja. Möchte ein Kadabra in den Kampf setzen. Ja, ich möchte tauschen. Na, jetzt machen wir gleich was Witziges. Und zwar... Das Level hatten der 20, obwohl das müsste der eigentlich schaffen. Der hat eine niedrige Verteidigung, Rook to Keep. Ja. Könnte der schaffen. Sandwirbel blockiert, ist kein Ding. Sandwirbel darf er blockieren. Sandwirbel kann eh nix. Ja, sehr schön. So hat's doch funktioniert. Die ganzen 600 Erfahrungspunkte nur für Blitzer. Es kommt ein kleines Glutexo um die Ecke. Mal sehen, ob der das auch Sinn macht hier. Nicht wirklich. Okay. Das wird dann ein kleiner Part für Garados. Na, Verteidigung wird wieder gesenkt. Dann mache ich eine Runde Biss. Niam, niam. Ich hätte auch Eisstrahl machen können, weil das effektiv ist. Aber Biss reicht ja völlig aus, so wie es aussieht. Ja, sehr schön. Danke, Gary, für die Erfahrungspunkte. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Ja, das sieht so aus. Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ich habe kürzlich ein Dragosso gefangen. Allerdings habe ich noch kein Knogger. Ich glaube, von diesem Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Tschüss, Kumpel. Ja, so viel dazu. Den haben wir jetzt auch erstmal umgehauen. Ich glaube, hier ist ein verstecktes Item. Nö. Okay, kein verstecktes Item. Dann ist es hier. Wenn es denn überhaupt versteckte Items gibt, das ist natürlich nochmal die andere Frage, ob es überhaupt welche gibt. Aber nun gut, dann gehen wir halt wieder nach oben, beziehungsweise weiter. Obwohl ich überlege, mich doch lieber erstmal nochmal heilen zu gehen. Weil das wird jetzt noch eine harte Nuss hier. Okay, die greifen nicht an. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silph-Scope, um sie zu erkennen. Ja, und das haben wir ja jetzt nun mittlerweile. Also, ab zu den Geister. Buh. Buhuhuhu. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Exorzistin möchte kämpfen und hat ein einziges Pokémon. Ein Nibulak. Na, jetzt zeige ich euch was, und zwar... Normale Attacken haben auf Geist keine Wirkung. Das heißt, ich könnte rein theoretisch, ja, das Blitzer komplett erstmal außen vor lassen, quasi. Weil es macht keinen Sinn, mit normalen Attacken halt anzugreifen. Dementsprechend kann ich mit Garados aber auch keinen Biss mehr machen. Weil Biss halt auch normal ist. Jedenfalls hier ist es noch normal, später wird es ja Unlicht. Tackle wird also auch nichts. Und Biss geht halt auch nicht, ich will es halt nochmal zeigen. Ist auch keine Wirkung, weil es normal ist. Das heißt, nur elementarische Attacken sind effektiv gegen Geister. Normale haben ja gar keine Wirkung. Daher bleibt es hier nur noch auf Eisstrahl und auf Drachenwut hängen. Ja, na gut. Dann machen wir das doch mal. Verwirrt. Drachenwut. So, das war Nibulak. Nibulak ist kaputt.
Ja, und tschüss. Buh, ich werde erlöst. Ja, dann gib mal deine Seele oder so ähnlich. Ich habe eben nur die Fruchtseile, genau, die Fluchtseile verkauft und jetzt habe ich sie direkt wieder, beziehungsweise das eine davon. Ja, Fruchtseil, versteht ihr? Weiß zwar nicht, was ein Fruchtseil ist, aber nun gut. Verschwinde, böser Geist. Na, da der jetzt immer noch keinen elementarischen Angriff hat, nehmen wir wieder Garados. Nachtnebel. Nehmen wir mal Eisstrahl zum Präsentieren halt. Auch nicht mit One-Hit. Oh, und paralysiert. Ja, sauber. Läuft bei mir irgendwie. Jetzt wahrscheinlich noch verwirrt. Ja, geil. Verwirrung und Paralyse. Das läuft ja. Trotzdem greift er an. Das finde ich gerade bemerkenswert. Das war ja jetzt echt, ja, nicht so schön. Der Geist ist verschwunden. So, dann greife ich die eine oder lasse ich mich von der einen da oben noch angreifen. Buhu, huibu. Das Schlossgespenst. Oder so ähnlich. Ja, nur ein Pokémon, Gott sei Dank. Wieder ein Nibulak. Von den Geister-Pokémon finde ich ja immer noch Apollo am besten. Beziehungsweise Gengar. Gengar ist eins von den Geistern mit meinen Lieblings-Pokémon. Da weiß ich nicht, das ist schon, seit ich das erste Mal gesehen habe, quasi direkt verliebt, wenn man das mal so sagen darf. Ja, ich find's cool. Ich mag Gengar gerne. Ich hatte sogar damals, ich weiß es gerade gar nicht mehr, gab es auf jeden Fall so, da war ich noch relativ klein, da gab es so Pokebälle-mäßig und so kleine Figürchen, die man in diese kleinen Pokebälle reinmachen konnte. Die waren so durchsichtig bei mir. Und da hat die selbst auch ein kleines süßes Gengar gehabt, so kleines Figürchen. Muss ich mir damals direkt kaufen. Keine Ahnung. Ich habe voll drauf gestanden irgendwie. Jo, dann hatte ich noch so kleines süßes Shiggy und sowas. Ja, die guten alten Zeiten. Leider habe ich es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall schnuggelig. Was mache ich hier? So, mal sehen, ob wir da oben noch. Achso, da oben kommen wir auch einfach Richtung weiter. Oh, ich werde mal angegriffen. Ein Nebulak. So. Da nehmen wir dann mal Kadabra zur Abwechslung. So, keine Wirkung auf Kadabra. Kadabra ist für Geister-Pokémon eigentlich, ja, der beste eigentlich überhaupt, was man machen kann. Aber es wird wahrscheinlich mit einem Schlag tot sein, ja. Sehr effektiv. Naja, gut. Ich hätte es ja auch gerne eine Runde gefangen, aber ja, somit werde ich jetzt leider Gottes Kadabra komplett nach oben nehmen. Da ja die anderen schon ein bisschen angeschlagen sind, sage ich jetzt mal. Damit das hier auch noch schneller geht, mache ich hier die Ebene, denke ich mal, auf jeden Fall noch mit. Dann haben wir die Ebene vom Poketurm auch schon mal durch. Dann müssen wir die später nicht mehr machen. So, Zystrahl. Auch One-Hit, schade. Nun gut, dann kann ich mir keinen Nibulak Farm. Ich hätte mir gerne einen Nibulak gefangen. Ich verfluche dich. Buh. Das finde ich aber nicht nett. Buh. Wieder ein Nibulak. Na, die haben wohl auch schon die ganzen Nibulaks hier
Ja, ist es so schön gefangen. Ja, Konfusion. Jetzt wird es natürlich Kindergarten, weil jetzt mit Kadabra ist das hier. Ja. Zu einfach auf jeden Fall. Das Blitzer werde ich nachher am Ende nochmal mit reinnehmen. Damit er da noch ein bisschen Erfahrungspunkte mitnehmen kann. Aber jetzt erstmal. Ja, es ist erstmal egal. Ich ziehe jetzt erstmal mit Kadabra durch. Level 36, juhu. Läuft ja langsam. Was ist passiert? Ich gewinne 960. So, hier ist noch ein Item. Elixier gefunden. Hier ist noch ein Bällchen. Aufwecker gefunden. Gut, die will noch nicht angreifen. Dann hole ich mir erst noch den Pokéball da unten. KP plus, Leben plus. So, dann lasse ich mich von der mal angreifen. Buhu, lass mich in Ruhe. Das hat sich immerhin gereimt jetzt wirklich. Der war gut. Den fand ich nett. Ach ja, Konfusion, Psychstrahl kann man immer so ein bisschen tauschen. Ich freue mich schon, wenn Kadabra irgendwann Psychikinese kann und sowas. Die besseren physischen Attacken. Dann läuft das noch besser. Wer was wo? Ja, hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Hier habe ich noch eine zum Angreifen. Die nehme ich auch nochmal mit. Ein Geist! Nein! Ah! Na, statt wegzulaufen, greift sie mich natürlich an. Hihihi. Er macht erst so einen komischen Aufstand. Kadabra. Ja, Kampf, Psychstrahl, damit da wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt. Nicht immer die gleiche Attacke nehmen. Attacke ist sehr effektiv. Mit einem Schlag kaputt gehauen. Exorzistin wurde besiegt. Wohin ist der Geist gegangen? Ich bin unsichtbar. Gucken wir mal, ob hier oben noch irgendwas steht oder irgendwo was zum Sammeln ist. Nö. Gucken wir mal, ob hier vielleicht noch ein verstecktes Item ist. Ne, nur ein verstecktes Pokémon in der Ecke. Nebulak. Level 19. Ich werde jetzt was versuchen. Pokéball schmeißen. Weil eigentlich ist Nebulak ein Pokémon, was eigentlich eine relativ hohe Fangrate hat. Aber es hat jetzt nicht funktioniert, wie ich es gehofft hatte. Ich guck mal, welches Pokémon ich nehmen kann. Ich nehme mal Tauboga. Ich guck mal, ob Tauboga was bringt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon Flugattacke hatte oder nicht. Keine Wirkung der Schlecker, das ist gut. Ja, Windstoß geht nur fliegen jetzt. Und macht er den nicht tot? Ne, macht er nicht, Gott sei Dank. So, und dann nochmal Pokéball werfen. Jetzt sollten wir den aber kriegen. Yes! Nebulak wurde gefangen. Nun haben wir einen Nebulak. Von Nebulak wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Tada! Nebulak, Gas, Größe 1,3 Meter, Gewicht 0,1 Kilogramm. Dieses nahezu unsichtbare Pokémon hüllt den Gegner unbemerkt ein und versetzt ihn in einen Tiefschlaf. Tiefschlaf. So. Da fange ich schon an einzuschlafen. Ja, Nummer 92 haben wir jetzt hier gefangen. Nö, ich gebe ihm keinen Spitznamen. Und ist auf dem PC. Ja. Haben wir nochmal gut zum Ende nochmal ein Pokémon gefangen. Weil ich will nämlich die Pokébälle loswerden. Deswegen dachte ich mir, komm, können wir das ja mal machen. Na, ich wusste doch, hier sind irgendwo versteckte Items unterwegs. So, hier bleibe ich nun aber stehen. Bitte überwarte, ich gehe noch ein Stück weiter. Weil hier unten ist nämlich das Ding zum Heilen. Da bin ich nämlich nochmal geheilt. Hast einen geschützten Bereich betreten. Mausis Pokémon wurden geheilt. So, und jetzt könnt ihr das mal schauen. Tudüm, alle wieder heile. So. Ja, hier bleibe ich jetzt aber wirklich stehen. Hab wieder ein bisschen zu viel überzogen.
Ja, Folge leider wieder zu Ende. Schnief, schnief. Pokémon Turm sind wir noch nicht durch. Aber dafür dann in der nächsten Folge, würde ich mal so behaupten. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ciao!